Hallöchen Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Herzlich willkommen in Spartanburg. Ich habe ihn heute für euch mit dabei, das Facelift vom BMW X7. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, ja, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal. Hier gibt es nämlich jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Was werden wir heute gemeinsam machen? Ich werde euch alles erzählen, denn es ist relativ viel passiert bei diesem Facelift und wir werden ihn auch gemeinsam fahren mit Jan. Jetzt dranbleiben und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Vorne angekommen, erstmal zu unserem Kooperationspartner und zwar ist es GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter sehr vielen Leasinganbietern, unter anderem auch bei meinauto.de und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Den X7 gibt es ja seit 2018 und hier steht jetzt das erste Facelift. Bei BMW heißt es ja LCI, also Life Cycle Impulse. 2022 kommt er so auf den Markt. Ab August steht er dann auch bei den Händlern und wir haben den euch damals im Studio vorgestellt und ich habe gedacht, ich mache mal ein ganz spontanes Video, es ist genau dieses Auto gewesen und wir hatten über 200.000 Aufrufe, das war für uns wirklich sehr viel und hat uns auch sehr gefreut und vor allem war euer Feedback auch sehr positiv. Wenn wir uns jetzt das Facelift anschauen, sehen wir von vorne, dass total viel passiert ist. Wir haben sehr viele Lackvarianten, Alpine Weiß kostet keinen Aufpreis, diese Farbe ist ganz neu mit dabei, ein Sparkling Copper Grey. Sehr schöne Farbe, hat auch so Kupferelemente, trotzdem ist es grau, sehr zurückhaltend und es gibt ja zwei oder drei Ausstattungsvarianten. Es gibt einmal diese hier, das ist die Basisausstattung mittlerweile. Es gibt aber auch noch das M-Sport-Paket bzw. das M-Sport-Paket Pro. Jetzt würde ich aber sagen, sprechen wir vorne über die Optik und fangen wir beim BMW erstmal bei der Niere an. Und die ist jetzt an sich nicht größer geworden. Ist wichtig zu sagen, sie ist eben nur anders geformt und wir haben jetzt hier in dieser Pure Excellence Variante, also in der Ausstattung, die jetzt immer serienmäßig kommt, erstmal hier so ein satiniertes Chrom drumherum. Wir haben die aufrecht stehenden Streben, die jetzt auch in so einem Chrom nochmal ausgeformt sind und hier innen drin seht ihr jetzt, dass es so ein mattes Schwarz ist. Warum ist das ein mattes Schwarz? Weil wir jetzt ein, wie es BMW nennt, Iconic Glow mit dabei haben, bedeutet, die Niere ist jetzt auch beleuchtet, sieht mega schön aus, gibt dem Ganzen halt einfach nochmal ein anderes Gesicht. Hier oben dann groß und stolz das BMW-Logo und unten im Stoßfänger haben wir jetzt in den verschiedenen Ausstattungsvarianten Unterschiede. Wenn ihr das M-Sportpaket nehmt, habt ihr da unten einen anderen Stoßfänger, hier in der Variante etwas zurückhaltender, wir haben satiniertes Chrom, wir haben auch echte Luftanlässe hier an der Seite und ganz besonders, wir haben eine zweigeteilte Leuchte. Jetzt muss ich kurz lachen, weil hier ist wirklich relativ viel los, ich habe gar nicht erzählt, wo wir gerade sind. Wir sind hier im Werk von BMW, hier wird der X7 gebaut, ihr seht es vielleicht auch schon hinten im Hintergrund und hinter Jan ist ein Highway, da sind irgendwelche Springbrunnen, das große X ist auch in meinem Rücken, also nicht wundern, hier ist es ein bisschen laut, aber ich wollte ihn euch hier an dieser Location eben zeigen. So, wieder zur Leuchte. Zweigeteilte Leuchte. Hier oben dieses Element, das ist immer ein Matrix-LED-Licht und es gibt jetzt auch keine Nebelleuchte mehr. Das hauptsächliche Licht ist jetzt nach unten gewandert und ja, durch dieses Designelement sieht er irgendwie noch mal ein bisschen breiter auf der Straße aus. Das ist alles ein bisschen mehr hochgezogen. Hier seht ihr dann auch dieses schöne Kupfer noch mal am Leuchten. Und was bedeutet Matrix-LED-Licht? Ja, das blendet beispielsweise den Gegenverkehr ab, aber auch Schilder an. Ihr fahrt damit eben permanent mit Fernlicht. Und für mich von vorne sehr, sehr schön. Das Licht vor allem, der Blinker ist dann hier oben integriert. So, jetzt haben wir mega viel über die Front gequatscht. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in die Seite und sprechen über die Wettbewerber. Und da gibt es einige, denn der ist ja 5,18 Meter lang und da fällt mir unter anderem ein Maserati Levante ein. Wir haben euch gerade die Trofeo-Variante bei uns auf dem Kanal vorgestellt. Oder auch ein Bentley Bentayga, haben wir euch auch gerade vorgestellt. Aber beispielsweise auch ein Mercedes GLS. Also es gibt wirklich sehr viel in diesem Wettbewerbsumfeld. Warum? Ja, viele da draußen wollen einfach noch ein großes SUV haben mit großem Radstand und vor allem hoher Anhängelast. Hier in Amerika sieht der relativ klein aus natürlich, wenn man das mit den anderen Autos vergleicht. Der hat aber den Bärenanteil hier am Verkauf, ungefähr 43 oder 47%. 2% werden davon in Deutschland verkauft, was krass ist. Hört sich erstmal wenig an, ist aber trotzdem sehr lukrativ, den eben auf dem deutschen Markt zu haben. 2 Meter ist er breit und 1,84 Meter hoch.
Wir haben hier optional eine Hinterachslenkung, wir haben auch optional eine elektronische Bankstabilisierung und optional hinten auch noch ein Sperrdifferential. Wenn ihr diese 5 Grad Hinterachslenkung nimmt, dann hat der anstatt 13 Meter Wendekreis eben 12,60 Meter Wendekreis, hat hier eine Bodenfreiheit von 22 cm. Und ich muss die ganze Zeit aufpassen, dass Jan hier nicht überfahren wird. Aber wir sind hier living on the edge. Wir wollen euch das Auto eben genau hier zeigen am Kreisverkehr. Erstmalig mit dabei 23 Zoll Felgen. Die kosten aber auch einiges, optional eben 5.000 Euro. Anfangen tut das Ganze bei 20 Zoll, dann haben wir 21 Zoll, 22 Zoll oder hier eben die 23 Zöller. Sehr schöne Farbe und was ich mag, je nach Lichteinfall sieht das hier eben weiß aus oder satiniert. Die leuchtet und glitzert so ein bisschen, finde ich sehr, sehr schick. Falls ihr übrigens dieses M-Sport-Paket nehmt, habt ihr vorne und hinten andere Stoßfänger und ihr habt alles, was ihr in Silber seht, quasi direkt in Schwarz mit dabei. Ist einfach ein bisschen böser getunt, man kann das aber dann auch in Silber nehmen. Ja, dazu kommen wir aber später. Apropos Silber, sprechen wir vielleicht mal hier über die Spiegelkappe. Die ist relativ groß, in Wagenfarbe lackiert. Wir haben hier unten dann ein sehr chromiges Element. Also das hat mich gewundert, weil es ist wirklich schon voll, ich sage jetzt mal, Chrom in die Fresse. Passt aber ganz gut, lässt ihn trotzdem klassisch aussehen. Wir haben eine chromfarbene Umrandung der Fenster, hier in dem Fall eben satiniert. Und auch oben serienmäßig mit dabei chromfarbene Dachreling. Die gibt es eben auch alles nochmal in einem Schwarz optional. Serienmäßig ist jetzt hier immer eine 2-Achs-Luftfederung mit dabei. Und serienmäßig ist jetzt auch immer mit dabei eben das Glas-Schiebe-Panoramadach. Optional gibt es dann auch noch mit einer LED-Beleuchtung. So, jetzt schauen wir uns mal das Heck an. Da hat sich auch einiges getan. Erstmal sind die Leuchten sehr dreidimensional geformt. Wir schauen die uns gleich im Detail an. Wir haben jetzt hier in der Mitte wieder ein Chromelement, was aber mit so einem Glas nochmal versiegelt ist. Also es sieht sehr schön, sehr klassisch aus. Hier hinten steht die Motorisierung und übrigens im Facelift sind jetzt alle Motoren neu und alle auch ja, mit einem Mildhybrid. Ich erzähle es euch dann später, beziehungsweise mit einem 48 Volt Bordnetz. Wir haben hier hinten keine abgedunkelte Heckscheibe, trotzdem so einen kleinen Spoiler mit 2 Finlits an der Seite. Und jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Leuchten, würde ich hinten sagen. Und die sind für mich mein absolutes Highlight, denn wir haben jetzt hier eine sehr dreidimensionale Leuchte. Hier an der Seite dann auch nochmal ein sehr schönes Muster. Und hier eben, wie gesagt, dieses chromfarbene Element mit dieser Glasschicht nochmal drüber. Super, super schöne Leuchte, macht auch eine schöne Coming Home und Leaving Home Animation. Der Sprecher hat hier gesagt, irgendwie ist es doch Quatsch, eigentlich immer noch ins Auto steigen und dann macht das Auto eben, was es soll, und zwar losfahren, aber für die Märkte, vor allem China und USA, wird es immer wichtiger, dass da auch viel mit dem Licht passiert. Ich persönlich finde es auch immer ganz schön, wenn das Auto einen begrüßt. Stoßfänger ist je nach Ausstattungsvariante auch unterschiedlich. Wir haben jetzt hier hinten zweimal eben ein Endrohr, was man sich auch anschauen kann. Wenn man das M-Sportpaket oder das M-Sportpaket Pro nimmt, ist es eben auch noch mal ein bisschen anders geformt. 3,5 Tonnen Anhängelast, der wiegt jetzt 2,5 Tonnen in dieser Variante. Und wir haben jetzt hier immer serienmäßig eine zweigeteilte Heckklappe mit dabei. Funktioniert jetzt hier alles elektrisch, ist auch alles sehr entspannt. Ich zeige euch das jetzt Stück für Stück. Erstmal jetzt hier diese Zweiteilung, lässt sich ganz einfach nach vorne fahren. Hier haben wir jetzt ungefähr 300 Liter. Wenn wir alles umklappen, haben wir dann ein Kofferraumvolumen von 2100 Liter. Das ist viel. Serienmäßig jetzt immer mit dabei 7 Sitze in dieser Ausführung, also mit Bank hinten und Bank in der Mitte. Optional gibt es auch noch die Möglichkeit, eben 6 Sitze zu wählen. Da ist auf der zweiten Reihe dann eben 2 Einzelsitze, die man sich konfigurieren kann. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal hier drüben die Knöpfe an. Und wir haben jetzt hier diverse Knöpfe. Vielleicht mache ich erstmal oben die Ablage hier ab. Übrigens schön steht hier auch nochmal X7 drauf. Kann man auch so hochklappen und auch sehr entspannt rausnehmen. Das mag ich gerne, weil irgendwie finde ich es ätzend, wenn das Ganze nicht so einfach rausgeht. Ich lege es mal auf die Seite, auch wenn das jetzt natürlich nicht erlaubt ist. Vielleicht ins Gras, da geht es nicht so kaputt. So, wird auch nicht dreckig. Und jetzt schauen wir uns hier noch den doppelten Ladeboden an. Da haben wir super viel Platz. Wir haben hier dann auch noch die Möglichkeit, eben so einen Sichtschutz nochmal zu verstauen, den man reinmachen kann. Machen wir jetzt aber wieder zu und sprechen jetzt hier über die ganzen Knöpfe. Wir haben hier nämlich einmal Koffer Max. Was bedeutet das? Super easy. Da klappen jetzt nämlich einfach alle Sitze um, wenn ich hier länger draufklicke. Das dauert immer eine Gedenksekunde, aber zack, da passiert dann was. Am Anfang dachte ich, hey, jetzt passiert doch gar nichts. Und da muss man jetzt ein bisschen Zeit mitbringen. Ich finde es aber absolut okay, denn man macht sich den Rücken nicht kaputt. Das ist ein sehr luxuriöses Auto und darauf ist es ja auch ausgelegt. Ihr seht auch schon, wir haben sehr viel Leder im Innenraum. Wir haben eigentlich alles verkleidet mit ja, Stoff teilweise mit Alcantara, teilweise eben auch hier mit Leder. Und jetzt guckt mal, 2100 Liter Fassungsvermögen. Das ist schon brutal viel, oder?
Jetzt gibt es hier den anderen Knopf, und zwar maximal sitzen, und dann klappen auch wieder alle Sitze hoch. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, funktioniert das dann auch, braucht wieder eine kleine Gedenksekunde und sollte dann auch gleich loslegen mit dem Hochklappen. Hier, wenn ich jetzt hier drauf klicke, klappt es dann hoch. Manchmal braucht es eine Gedenksekunde, aber ich finde, das ist absolut okay, wenn man so lange wartet. Und jetzt seht ihr, hinten klappt jetzt die Bank wieder hoch. Ich werde mich auch gleich auf die Bank hinten setzen. Zweite Reihe kommt auch gleich noch mit hoch. Das ist schon satisfying, oder? Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob euch das jetzt so lang gehen würde. Ich finde das absolut okay. Übrigens hat ein Sprecher vom BMW mir erzählt, er nimmt immer diese Version, weil er einen Hund hat und er möchte, dass der hinten halt hinter der Bank sitzt und nicht einfach durch die Durchreiche durchgehen kann. Jetzt haben wir hier diese Kopfstützen, die auch immer automatisch vorklappen. Die kann ich jetzt auch wieder so vornehmen. Geht ganz einfach, ich komme da auch gut hin. Und würde jetzt sagen, wir klappen jetzt hier wieder zu. Dafür habe ich jetzt hier unten die Knöpfe oder ich klicke oben drauf. Machen wir erstmal hier, dann geht hier dieses Element hoch, kann oben drauf klicken. Wenn ich einfach nur oben drauf klicke, klappt es natürlich auch automatisch zu, macht sich jetzt hier nicht selbst kaputt. Übrigens South Carolina Nummernschild hier auch gleich mit dabei. Und als nächstes würde ich sagen, gehen wir jetzt gemeinsam mal auf die Rückbank. Ich bin ja 1,64 Meter groß und dann schauen wir mal, wie viel Platz ich da hinten habe. Ob eure Kinder Platz haben, ob eure Omi da Platz hat und auch Freunde. Und ich würde sagen, ihr kommt mal mit. Ich mache auf der anderen Seite noch auf. Und wir sprechen jetzt erstmal über die Seite hier. Einstieg ist natürlich grandios, hohe Bodenfreiheit, auch hohe Watttiefe übrigens. Also man kann hier auch ein Offroad-Paket optional dazu konfigurieren. Das haben wir jetzt hier nicht mit dabei. Aber ihr seht, ich habe sehr viel Platz. Hier ist alles jetzt mit Leder bezogen. Wir haben jetzt hier einmal so ein schönes graues Leder. Dieses hier heißt jetzt Elfenbeinweiß. Sehr schöne Muster und in den Sitzen hier unten dann auch nochmal so ein geflochtenes Lederelement. Es gibt keine veganen Varianten. Ich finde es ein bisschen schade, ich hätte mir wahrscheinlich eine Option gewünscht, aber ich kann die Argumentation total verstehen, dass eben fürs Luxussegment sowas eher nicht gewünscht ist oder nicht gebraucht ist, weil die meisten wollen, wenn sie sich ein Auto ab 100.000 Euro kaufen, auch Leder da drin haben. Immer mit dabei diese Komfortkopfstützen jetzt hier, sind sehr weich, erinnern mich auch an die S-Klasse beispielsweise. Ich habe jetzt hier so einen Mitteltunnel und nochmal so eine Armauflage. Kann jetzt hier auch nochmal aufmachen, habe jetzt hier zwei Cupholder, geht auch einfach wieder zu. Hier auch easy hochzuklappen und man kann dieses Element hier auch einzeln vorklappen. Bedeutet, falls ihr was Längeres eben transportieren wollt, trotzdem diese beiden Sitze beibehalten wollt, funktioniert das eben auch. Als nächstes komme ich mal darüber, klappe die Seite jetzt um und gehe jetzt auch noch auf die Rückbank. Glasdach könnt ihr euch auch noch schnell angucken. Genau, wir haben jetzt hier diese Option mit den beleuchteten Elementen. Und klappe jetzt hier an diesem Knopf ganz komfortabel um. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ja, einfach ein bisschen länger drauf klicken. Ich muss dann auch gar nicht drauf bleiben. Der macht es dann von allein. Fährt den Sitz eben so nach oben. Und jetzt schauen wir mal, ob ich da hinten Platz habe. Und ich steige mal ein. Ja, und es passt auf jeden Fall. Hier ist jetzt der Sitz natürlich maximal nach hinten geschoben. Aber ich habe auf jeden Fall sehr viel Platz. Habe hier oben übrigens auch noch eine kleine Jalousie, die man auf- und zumachen kann. Mal schauen, ob es klappt oder ob die Zündung dafür an sein muss. Klappt leider nicht, aber ich sitze hier auf jeden Fall sehr bequem. Habe hier hinten auch wieder sehr schön ausgeformte Sitze. Cupholder hier an der Seite, sogar eine Lederarmauflage hier hinten. Da ist auch nochmal ein Element, was wir uns angucken können. Und wir haben vor allem hier immer so helle Anschnallgurte, was ich sehr schön finde. Ja, so viel dazu. Jetzt würde ich sagen, komme ich hier mal wieder raus, weil es ist wirklich sehr, sehr heiß. Und ich zeige euch jetzt dann gleich noch die Tür. Komme dafür vielleicht raus. Ich kann jetzt hier auch ganz einfach wieder auf den Knopf drücken und der macht es dann wieder von allein. Wir werfen jetzt einen Blick in die Tür. Schöne Polsterung hier nochmal, zweifarbig. Wir haben auch hier wieder relativ viele Knöpfe, optional eben die Bowers & Wilkinson Anlage. Und unten dann auch nochmal BMW in der Einstiegsleiste. Passend dazu eben auch noch die Fußmatten schön farblich eingefärbt. So, und als nächstes würde ich sagen, gehen wir gemeinsam vor. Ich mache die Tür mal zu und wir sprechen jetzt endlich über ja, eine der größten Neuerungen, und zwar die Motoren. Macht da vorne jetzt mal auf. Bei BMW immer zweimal ziehen. Und wir haben jetzt insgesamt nur noch drei Motoren. Alle haben ein 48 Volt Bordnetz mit 12 PS bzw. eben 200 Newtonmeter maximales Drehmoment. Sonst gibt es keine weitere Elektrifizierung. Ich mache euch hier mal auf und es gibt jetzt den 40i. Den 40D, die haben beide einen reinen Sechszylinder und es gibt auch den 60i, der hat dann einen V8. Die Dieselvariante hat 352 PS, der hier hat 380 PS und der V8 hat dann 530 PS. In diesem Fall
40i. Sprechen wir vielleicht mal über das Drehmoment. Der hat nämlich 530 Newtonmeter maximales Drehmoment, ist in 5,8 Sekunden auf 100, fährt V-Max 250 km/h, verbraucht ungefähr 10 Liter. Und vielleicht gucken wir kurz noch in den Motorraum. Wir haben jetzt hier nämlich auch Domstreben, wir haben jetzt hier die Sechszylinder, die man sich schön angucken kann. Reihe natürlich, BMW steht hier auch nochmal in der Abdeckung drauf. Und was wir jetzt aber als nächstes machen, ist jetzt hier gemeinsam mal zu. Mit Schwung, damit es auch richtig zugeht. Jan kommt gleich dazu. Erstmal sprechen wir aber noch über den Innenraum. Ich zeige euch das Infotainment-System, zeige euch die Sitze. Und am Schluss gibt es noch ein kleines Fazit inklusive Preis. Ich hoffe, ihr habt Lust und ja, kommt einfach mal mit. Weiter geht's jetzt hier mit dem Innenraum und ich fühle mich hier wirklich super klein in diesem Riesenauto. Fangen wir vielleicht erstmal mit dem Glasscheibe-Panoramadach an. Wie gesagt, das gibt es ja serienmäßig. Hier haben wir jetzt die Funktion mit dabei, die eben mit so kleinen beleuchteten LED-Lichtelementen kommt. Und das kann ich jetzt hier mit diesem Knopf aufdrücken. Schaut euch das mal in Ruhe an. Fährt leicht auf, hat dann so ein kleines Cabrio-Gefühl, aber halt nicht riesengroß. Schön ist, dass bis nach hinten eben diese Glasfläche geht. Hinten dann auch nochmal für die letzte Sitzreihe die Möglichkeit, auch nochmal von so einem kleinen Glasdach zu profitieren. Als nächstes sprechen wir über die Sitzung. Wir haben ja jetzt hier die Kombination aus dem Atlasgrau und dem Elfenbeinweiß. Sehr schöne Sitze. Wie gesagt, es gibt leider keine vegane Variante. Es ist immer dieses Merino-Leder. Sehr schön hier nochmal strukturiert. Optional gibt es auch eine Sitzkühlung noch mit dabei. Die haben wir jetzt hier zum Glück bei den sehr heißen Temperaturen. Hier oben dann weiche Kopfstütze, die man auch in der Höhe nochmal einstellen kann. Ihr seht das, sehr bequem. Und als nächstes würde ich sagen, machen wir mal den Schwenk hier über das Cockpit, was wir gleich sehr genau besprechen werden, in die Tür. Und die ist sehr gut verarbeitet. Wir haben sehr viel Platz unten, auch sehr viel Lederbezug. Was ich cool finde, ist, dass dieses Holzelement einen leichten Balayage-Look hat. Also genauso wie meine Haare hier oben dunkel, unten hell, hat es halt hier eben diesen Balayage-Look, wird eben ein bisschen dunkel. Seht ihr dann auch gleich nochmal in der Mittelkonsole. Sitzheizung, Sitzkühlung könnt ihr da eben in der Seite einstellen und wie gesagt optional die Bowers-Wilkins-Anlage. BMW Einstiegsleiste hier unten, auch nochmal sehr schön zweifarbig, passend zum Innenraum, die Fußmatte. Und jetzt sprechen wir hier über den Mitteltunnel bzw. die Mittelkonsole und hier seht ihr jetzt, was ich gerade beschrieben habe, das Holz ist erstmal hell, geht jetzt hier aber in einen sehr dunklen Ton, das finde ich schön gemacht, vor allem ist dieser Übergang hier sehr ohne irgendwelche Flecken oder so, das muss man auch erstmal schaffen, das auf so einem Naturmaterial zu machen, hier in der Mitte dann sehr viel Klavierlack, das mag ich nicht so gerne, weil man halt hier eben auch die Fingerabdrücke relativ schnell sieht. Luftfederung ist serienmäßig, habe ich euch ja gesagt, kann man hier dann auch noch hoch und runter fahren. Und hier haben wir die Steuerung für das Infotainment mit diesem Toggler, den ich großartig finde. Der macht das Leben eines X7-Fahrers auf jeden Fall einfacher. Jetzt haben wir hier vorne noch die Möglichkeit, dieses Element aufzuschieben. Beim Komfortpaket haben wir hier dann auch noch eine Kühlung oder auch eine Beheizung der Cups. Wir hatten jetzt hier Kaffees dabei und konnten die dann auch heiß stellen. Hier ist übrigens der Schlüssel, so sieht er aus. Liegt sehr gut in der Hand, könnte für meinen Geschmack ein bisschen schwerer sein. Ich weiß nicht, wie es Jan ging, also für mich war der, find's okay, okay. Hier vorne dann auch noch eine induktive Ladestade, die wichtig ist, die ist auch serienmäßig mit dabei, kann ich mein Handy reinlegen und habe hier auch noch einen USB-Anschluss. Hier geht es jetzt dann auch relativ einfach wieder zu, alles hier eben mit diesem satinierten Chrom und hier unten haben wir dann auch nochmal die Möglichkeit, dieses Element aufzufahren, alles im Innenraum hier dann auch nochmal in so einem Satin, unten auch eine kleine Matte eben und ein USB-C-Anschluss. Als nächstes schauen wir uns noch hier unten das Handschuhfach an, auch hier ist wieder alles mit Satin ausgeformt, ja das ist eben hier Luxus pur. Und hier an der Seite dann sehr schön integriert das X7 in dieser Leuchte, die dann eben auch dynamisch beleuchtet wird. Hier auch wieder dieses Balayage-Holz, satiniertes Chrom. Und was ich mag, ist, dass diese Lüftung krass ist, denn die ist so diffus. Man hat irgendwie das Gefühl, dass man nicht direkt angeblasen wird im Gesicht, sondern man hat hier immer eben einen leichten Luftstrom, der überhaupt nicht störend ist. Jetzt würde ich sagen, kommt Jan mal rein und wir sprechen jetzt hier über den Innenraum. Ich mache jetzt mal ganz leicht vielleicht die Klimaanlage an, weil es ist doch schon etwas sehr warm. Hier ist das Klimasetting übrigens, dann zeige ich euch das schnell. Mache jetzt hier vielleicht auch noch das Very High runter. Leider kann man das Infotainment-System aktuell nicht auf Deutsch einstellen, weil wir hier ja noch ein US-Fabrikat haben, aber ich hoffe, euer Englisch ist dementsprechend gut. Hier unten können wir dann das Lenkrad ganz komfortabel einstellen, an so einem kleinen Pin, geht nach vorne, nach hinten, nach unten und nach oben. Sehr schönes, na, jetzt ist es doch ein bisschen zu stark, sehr schönes BMW-Lenkrad. Sehr dick in der Hand, sehr fleischig, sagt Jan immer. Hier hinten haben wir dann die Schaltpedal für die 8-Gang-Steptronic.
alles mit Leder wieder bezogen, in der Mitte dein BMW-Logo, hier alles für die Assistenzsysteme. Und mit den Knöpfen hier können wir dann da vorne das Cockpit, einen Teil des Curved Displays, was jetzt auch neu ist im Facelift, steuern. Und was kann man da alles machen? Ich kann beispielsweise hier auf den Knopf hier drücken und das Layout wechseln. Ihr seht jetzt, hier sind die verschiedenen Layout-Varianten, finde ich ganz cool. Und es geht vor allem auch sehr, sehr schnell. Könnt ihr auch den Content dann relativ schnell entscheiden, ob ihr jetzt hier ein Gehkraftmesser haben wollt, die Navigation oder auch Assistenzsysteme oder eben auch ganz pure und bold. Und wir können das Head-Up-Display hier einstellen. Und wenn ihr da oben mal guckt, gibt es hier verschiedene Ansichten. Man kann es hier beispielsweise die Assistenzsysteme reinmachen oder eben auch nochmal sehr reduziert. Funktioniert super einfach und mit einem Klick habe ich das eben ausgewählt. Und jetzt würde ich sagen, sprechen wir mal über das Infotainment-System. Und ihr habt ja gerade schon gesehen, wir haben jetzt hier ein langes Curved Display, ist modern, ist auch neu jetzt hier in dem Facelift. Wenn ich auf Home klicke, kann ich hier alles natürlich per Swipe, also per Touch steuern. Ich kann das auch per Hand steuern. Wenn Jan mal kurz weggeht, sollte das klappen. Und ich kann vor allem jetzt hier auch die Lautstärke regeln. Ihr seht's. Das ist eben diese Gestensteuerung. Ich mag bei BMW, dass man eben die Möglichkeit hat, das per Touch zu machen, per Gestensteuerung oder hier unten mit diesem kleinen Toggle. Und den liebe ich total, weil der während der Fahrt halt sehr einfach zu bedienen ist. Wenn ich jetzt hier rüber gehe und euch mal die ganzen Apps zeige, seht ihr, das sind einige, kann man am Anfang ein bisschen überfordert sein. Man findet sich aber dann nach 5-6 Minuten eigentlich relativ schnell zurecht, weil man hat hier eben die Wahl und kann sich die Apps einzeln ansteuern. Wir haben hier Apple CarPlay, Android Auto. Wir haben hier die Möglichkeit, auch unser Spotify-Konto beispielsweise hier zu connecten, finde ich mega cool, einfach per QR-Code und dann hat man das eben direkt drin. Wenn ich jetzt hier wieder zurück zu Home gehe, klicke ich einfach drauf. Ihr seht, das funktioniert sehr intuitiv. Haben jetzt hier auch die Wetteranzeige. Jetzt schauen wir mal, wie viel Grad, okay, 76 Fahrrad. Wie viel Grad sind das, Jan? Fahrrad. Wie heißt das nicht? Fahrrad. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr heiß. Und was ich total mag, ist auch, wenn ich jetzt hier beispielsweise runterscroll, dass wir jetzt super viele Einstellungen haben, zum Beispiel auch für das Ambiente-Licht jetzt hier, können es ein- und ausstellen, können jetzt hier auch die Farbe einzeln nochmal einstellen, was ich sehr schön finde. Ich würde jetzt sagen, wir nehmen einen Car Crash Papaya und an dieser Stelle abonniert gerne unseren Kanal. Hier gibt es nämlich jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Haben jetzt hier auch ein Steering Wheel Lightning unter anderem. Also es ist schon richtig crazy. Jetzt gehen wir hier wieder rein. Wie gesagt, sehr viele Apps, aber manche muss man benutzen, manche kann man benutzen. Wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, einen Digital Key hier anzulegen. Für alle, die keinen Bock haben, jetzt irgendwie den richtigen Schlüssel mitzunehmen und haben jetzt hier beispielsweise auch eben Exterior Lighting, was wir einstellen können. Finde ich schon gut. Hier den eben BMW Iconic Glow. Als nächstes würde ich euch gerne die Navi zeigen. Danach will Jan euch noch was zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt hier auf Search gehe, kann ich auch schreiben. Okay, Sternchen. Ihr seht, und mit so einem Strich rüber kann man auch löschen. Also das funktioniert wirklich alles sehr einfach. Ich muss hier vorne eben nicht eintippen, sondern kann drauf schreiben. Und hier unten haben wir eben auch so Shortwahlknöpfe für die wichtigsten Dinge. Media, Home, Map, Navigation, Telefon und Fahrmodi besprechen wir auch noch. Sport, wenn ich vorne draufklicke, haben wir jetzt hier alles in einem schönen Rot-Design. Passt sich dann auch an. Kann es hier auch konfigurieren. Ihr seht, Dämpfung, Steering, also Lenkung und auch der Motor passt sich an. Wenn ich jetzt hier auf Komfort gehe, ist das alles, beziehungsweise auf Eco, alles auf Eco getrimmt. Eco Pro gibt es dann eben auch, das ist schon ziemlich cool, kann man sich dann hier eben einstellen. Jetzt würde ich aber sagen, Jan kommt dazu, wir fahren jetzt hier eine Runde. Ja, und ich hoffe, ihr habt Lust und kommt mit. Endlich, Jan mit auch jetzt vor der Kamera, weiß in weiß im Partnerlook. Was geht ab? Partnerlook ist mir wichtig. Ich bin dafür da, euch was über Chassis zu erzählen. Ich war schon echt oft in Spartanburg, bin alle X-Modelle gefahren. Deshalb genau der richtige Typ, euch was über BMW-Gene zu erzählen, weil ich bin auch ein kleiner BMW-Fanboy und Chassis-Fanboy. Ich bin gespannt. Jetzt starten wir hier erstmal den Motor und jetzt passiert gleich eine Sache. Jan hat nämlich gesagt, schau mal, Chassis, fahr doch hier mal rückwärts auf diesem Bordstein und wir haben jetzt hier so eine 3D-Kamera, die ganz cool ist. Wenn man hier drauf drückt, kann man sich das Auto eben komplett angucken. Und jetzt soll ich hier rückwärts fahren. Ich bin gespannt, wahrscheinlich von der Perspektive ganz hinten. Ne? Warum hat der Jan das gemacht? Ich weiß ja, viele von euch denken, dieses Auto ist zu groß. Ist ein bisschen süß, weil hier in den USA ist es eigentlich eher ein kleines Auto. So verglichen mit einem Ford F-150 ist es ja fast schon Golfgröße, ehrlich gesagt. Ja. Die Straßen sind hier ein bisschen anders. In Europa ist es vielleicht ein bisschen anderer Schnack. Jetzt müssen wir uns das von vorne anschauen, also die Kamera vorne nutzen. Die haben wir ja auch. Und das seht ihr, wenn du jetzt ein Stück vorfährst, da kommt ein Bordstein. Langsamer, langsamer. Ja, genau.
Puh, ich habe es geschafft. Und es funktioniert. Also hier in den USA ist es auch zum Parken echt okay. Was toll ist, hat draußen 30, wie hast du die Einheit genannt? Fahrrad. Also es sind etwa 30 Grad auf jeden Fall. Ich bin einmal komplett durchgeschwitzt. Und hier innen, ich habe eine Sitzkühlung. Die Sitze, es riecht, offenporiges Holz. Da kommt nicht Luft so in mein Gesicht einfach so rein und man will es nur ausmachen, sondern es wird hier drin so... ja, einfach verstreut und jetzt übergebe ich das Wort an die bezaubernde Jessie, okay. Jessie. Also, jetzt sprechen wir erstmal übers Fahren und ihr habt gerade gesehen, ich habe das jetzt mit dem Parken geschafft. Wir haben ja jetzt hier auch die optionale Allradlenkung mit dabei. Die kann bis zu 5 Grad eben stärker hinten einschlagen und dadurch haben wir eben besseren Wendekreis von 12,40 Meter. Das habe ich jetzt gemerkt und ich hatte erst Schiss und habe zum Jan gesagt, ey, soll ich das jetzt wirklich machen im Video? Dann müssen wir es 1000 Mal drehen, aber es hat geklappt. 60 cm besseren Wendekreis. Beim Parken lenkt die in die entgegengesetzte Richtung der Vorderachs. Wenn ihr schneller fahren solltet auf einem Highway oder ja, vielleicht auch in Deutschland, wo man richtig schnell fahren kann, auf einer schnellen, kurvigen Straße, lenkt die in die gleiche Richtung der Vorderräder und sorgt für eine höhere Spurstabilität. Ja, Mann. Dann haben wir super viel Technik hier drin. Progressivlenkung, Sperrdifferenzial hinten und wir haben auch eine elektronische Wangstabilisierung optional mit dabei. Zweikammern Luftfederung und ihr habt es gerade gemerkt. Wir sind über so einen Hubbel gefahren und erstmal finde ich den schon hubbelig, schon komfortabel, aber trotzdem noch sportlich. Ne? Vielleicht kannst du das besser erklären, was da so diese zwei Welten irgendwie angeht. Eigentlich ist Jessie ja sehr gut drin, stabile Fahrwerke zu erklären, weil sie hat halt selbst eins. Oh. Wenn man so ein Mercedes GLS fährt, dann ist der unglaublich weich gefedert, sehr, sehr komfortabel. Ist der auch? Ja, aber die BMW-Gene, das sind eigentlich immer zwei Elemente, nämlich brutal viel Dampf, krasser Motor hier, der klingt auch gut, wenn du mal aufs Gas drückst, vielleicht im Sportmodus. Selbst im Komfortmodus klingt der gut, ne? Und hat einen richtig guten Antritt mit viel Drehmoment hier, selbst der kleinste Einstiegsmotor, was eigentlich dem Auto nicht gerecht wird. Und Fahrwerk. Das Fahrwerk von Auto und von Chassis ist halt komfortabel, aber auch sportlich. Und diese Spreizung will man bei BMW ganz gut hinbekommen und finde ich auch wirklich gelungen hier drin. Wenn wir jetzt hier an die Ampel rollen... Schaut mal die ganzen Autos an. Da sind wir doch recht klein. Ne? Wir haben jetzt hier überall Pickups. Wir haben irgendwie vielleicht nochmal so ein Muscle Car oder ein Pony Car. Aber sonst sind die Autos hier alle groß. Und 47% vom X7 werden ja in den USA verkauft. Das weiß man auch, warum, wenn man hier mal sich so umschaut. Das ist ein großes Auto, aber hier kommt der eher so ein bisschen klein rüber. Ne? Das ist krass, ne? Ja, voll. Wenn man hier so an die Ampel rollt, ist es halt schön. Wir haben nämlich ein 48 Volt Bordnetz. Das ist eine Mild-Hybridisierung. Und... ja, wenn du rechts gefahren wärst, wären wir nicht an der Ampel gestanden, ne? Ja, sorry. Ich kann auch noch rechts fahren. jedenfalls eine Mild-Hybridisierung, die sorgt für einen besseren Verbrauch. Ich schätze, man kann damit einen Liter besseren Verbrauch realisieren. Wir sind das Auto gefahren mit 10 Litern. Was aber schön ist und was uns die BMW-Leute erklärt haben, das hat halt mit seinen 12 PS und 200 Newtonmeter, dieses System, halt nochmal so eine Boost-Funktion. Und die sagen, das ist quasi so wie ein nie ausgehender Milchschaum auf dem Kaffee, was Bums und Beschleunigung angeht. Das ist schön erklärt, ne, mit dem Cappuccino. Jetzt könnt ihr mal den Sound kurz anhören, da soll ich rüber? Mhm. Okay, gut. Dann Richtung Greenville. Und jetzt hört euch mal den Sound an, ich bin jetzt im Sport. Geht schon gut, oder? Wir haben hier eine 8-Gang-Steptronic, die kann ich auch selbst mitschalten. Jan macht das immer ganz gerne. Ich lasse meistens das Getriebe dann die Arbeit selbst machen, weil es in dem Fall auch sehr gut abgestimmt ist. Und der ist halt in 5,8 Sekunden auf 100 bei 2,5 Tonnen. Das ist eine Ansage. Ne? Das ist krass, ja. Der lange Radstand kommt auch dem Komfort entgegen. Jetzt haben wir den Sportmodus hier drin. Mhm. Und ich finde halt Spreizung zwischen Komfort und Sport wirklich gelungen, oder? Ja, finde ich total. Weil wenn ich jetzt hier auf Komfort gehe, passt sich die Lenkung an. Ihr habt sie gerade schon gesehen. Was passt sich noch an? Gasannahme quasi und halt eben auch noch die Federung. Soll ich euch was sagen? Was Süßes. Jessie fährt nicht so oft in USA-Auto. Sie ist ein bisschen nervös hier zu fahren, hat auch schon schlechte Laune gehabt vor dieser Sequenz. Das ist für sie jetzt. Bitte alle mal zu Hause applaudieren. Echt eine Herausforderung zu moderieren und in den USA-Auto zu fahren. Ja, vor allem die Spiegel sind ja hier auch anders. Ne? Also die Spiegel sind ja viel größer.
als bei uns, weil sie ja viel mehr... Größere Spiegel. Nein, die vergrößern halt, ne? Das sind ja andere Spiegel, die vergrößern. Das heißt, es sieht alles voll nah aus, ist aber gar nicht so nah. Und Jan hat mich gerade auch auf die Autobahn geschickt, obwohl ich eigentlich gerade aushalte. Highway. Ja, auf den Highway, Entschuldigung. Ich habe gedacht, Highway, da geht's geradeaus. Ja, genau. Du kannst doch wieder hier runter vom Highway fahren. Ja, wir fahren jetzt hier runter. Jedenfalls, dass so ein Auto hier auf dem Highway funktioniert, toll gedämmt ist und so, ich glaube, das wundert euch nicht. Aber wir hatten noch eine kurvige Straße, da vorne kommt noch eine Kurve und das ist halt krass, wie BMW das hinbekommt mit der Hinterachslenkung hier drin, mit einem sehr stabilen, sehr tollen Fahrwerk, weil es ist ja doch ein hochaufbauendes, schweres Auto, aber der liegt in der Kurve, ich würde jetzt nicht sagen wie ein 8er oder wie ein 7er, das ist ja quasi der 7er der X-Modelle hier, aber ehrlich gesagt, hätte mir mal einer vor 5 Jahren gesagt, dass das möglich ist, dass es geht, dass so ein großes SUV irgendwie so gut auf der Straße liegt und so. Sportlich ist der falsche Begriff, aber vielleicht dynamisch. Ich hätte es aber nicht geglaubt. Jan wird ja auch noch den V8 hier vorstellen. Der sieht mega geil aus. So viel kann ich schon mal teasern. Und ich habe jetzt mal hier die Navi angemacht, dass ihr auch seht, dass wir da vorne ja so ein AR-Thema haben. Das heißt, das sagt uns ganz genau, wo ich abbiegen soll. Hat dann auch so eine Kamera dann nochmal, wo es dann genau lang geht. Und soll ich? ich bleib hier mal stehen. Du bleibst einfach stehen. Ich bleib hier mal stehen. Ja, so eine rote Ampel. Ja, ja, bietet genau. Sich an. Oh, das ist auch so komisch in den USA, ne? Dass die Ampel dann auf der anderen Seite ist und nicht da, wo sie normalerweise irgendwie, you know? When you know, you know. You know, you know. Jesse, was willst du noch zum Auto sagen? Kritisieren wir auch was? Ja, also ich, Preis werde ich am Schluss verraten, den kann man natürlich durchaus kritisieren und man kann kritisieren, dass es leider keinen veganen Innenraum gibt und dass es vielleicht kein PHEV gibt. PHEV bei dem Auto, ganz ehrlich. Ja. Es gibt den iX, BMW gibt sich richtig Mühe, elektrisch alles in die Zukunft zu bringen. Das finde ich fast ein bisschen ungerecht, das zu sagen. Und dieses Elektrothema ist halt ein europäisches, eher als ein weltweites. Und der Markt fürs Auto ist halt ja, ein weltweit orientierter. Das ist natürlich hier toll. Auch die Assistenzsysteme hier drin, hat man sich Mühe gegeben. Es sind richtig viele neue drin, alles wie im iX zum Beispiel. Und da hätten wir jetzt theoretisch abbiegen müssen. Wer nie falsch abbiegt, bin ich. Wer euer Fazit macht, ist Jesse. Ich bin froh, wenn ich es gleich geschafft habe. Bis gleich. Weiter geht's jetzt hier mit meinem X-Fazit. Darum habe ich jetzt hier auch direkt an das große X gestellt, hier in Spartanburg. Und fangen wir vielleicht erstmal an, darüber zu sprechen, wie finde ich jetzt das Facelift. Das ist jetzt nicht so ein kleines Facelift, sondern es ist ein sehr großes, ausführliches Facelift. Es wurde viel angepasst, unter anderem eben sehr stark die Optik, sehr stark die Technik. Wir haben jetzt super viele Assistenzsysteme, die man auch im Alltag sehr gut gebrauchen kann. Und vor allem haben wir jetzt eine stark angepasste Motorenpalette. Jetzt fangen wir aber erstmal beim Design an. Das ist jetzt in diesem Fall ein sehr klassisch designtes SUV. Es gibt natürlich auch ein großes Wettbewerbsumfeld. Unter anderem habe ich auch den Rolls-Royce Cullinan vergessen. Aber man kann ihn auch sehr böse konfigurieren. Jan hat ihn euch ja auch als M60i vorgestellt. Man kann ihn auch mit V8 wählen. Was ein bisschen schade ist, ist, dass wir jetzt hier nur eine Elektrifizierung mit 48 Volt Bordnetz haben. Es gibt keine Plug-in-Hybrid-Variante, wie es beispielsweise auch beim Bentayga gibt. Vielleicht ist es aber auch nichts für den deutschen Markt, ich weiß nicht, denn man hat dadurch natürlich auch einen erhöhten Benzinverbrauch, falls der Akku mal leer sein sollte und man längere Strecken eben fährt. Ich persönlich vermisse jetzt auch keine rein elektrische Variante, weil wir ja jetzt auch bei BMW den iX auf dem Markt haben. Der ist zwar 20 cm kürzer, bringt aber auch sehr viel Anhängelast mit sich und auch vor allem sehr viel Platz im Kofferraum. Genauso wie auch dieses Auto sehr flexibel zu konfigurieren. Und jetzt sprechen wir aber über eine Sache, die ich natürlich kritisieren muss. Wir haben ja ein Luxus-SUV und das kostet auch einiges. Der 40i beginnt bei 97.000 Euro. Der Diesel beginnt dann bei 99.000 Euro und der M60i beginnt dann bei 127.200 Euro. Hier ist natürlich auch relativ viel reinkonfiguriert. Die großen Felgen unter anderem kosten ja 5.000 Euro. Da schätze ich, dass der so, wie der jetzt hier steht, 130.000 Euro kostet. Was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Was machen die? Die vergleichen für euch unter sehr vielen Leasinganbietern, unter anderem auch bei meinauto.de. Und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Wo ihr hier dieses Outfit findet, ist bei modezinser.de. Da haben wir auch einen Code für euch. Da kriegt ihr nämlich 15 Euro ab 99 Euro. Packe ich euch unten in die Infobox. Aber jetzt das Wichtigste kommt zum Schluss. Abonniert gerne unseren Kanal, hier gibt es nämlich jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert, würde mich tierisch freuen. Dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, Freunde!